verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Verdammt, ich will dich. Ich will dich nicht. Ich brauch dich nicht als Präsident. Einen wunderschönen guten Abend. So schnell geraten sind die Abendshow. Die verwechseln, das eine ist Matthias Reim, das andere ist Donald Trump. Nur die Frisuren, die sind gleich. Zurück aus der verrückten Schlagerwelt. Eine Woche Wahnsinn aus Berlin und Brandenburg. Und natürlich aus Amerika. Wir müssen darüber sprechen. Aber dazu brauchen wir natürlich jemanden, der die amerikanische Seele kennt und trotzdem unterhaltsam ist. Deswegen heute bei uns zu Gast Gail Tufts. Los geht's. Eine Woche Wahnsinn. Die Abendshow. Yes. Push mich hier. Hallo. Hallo Berlin, hallo Brandenburg, hallo Deutschland, hallo. Herzlich willkommen zur Abendshow. Wir haben ein reduziertes Publikum, aber hysterisches Publikum. Hören Sie sich das mal an. Die Leute sind... Ah, das ist... Mir wird ganz warm hier. Ja. Wir haben uns eingestellt auf die neue Situation. So sieht es momentan aus. Donald Trump wird wahrscheinlich das Weiße Haus verlassen müssen. Ja, das ist die aktuelle Situation. Jetzt muss es ihm halt noch irgendjemand erklären. Und momentan sieht es ein bisschen schwierig noch aus. Seine Reaktion war, nein, 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 nein! Ich will der Präsident sein! Berlin hat sich darauf eingestellt. Wir sind vorbereitet hier. Madame Tussauds hat richtig reagiert. Dump the Trump. Ja, direkt weg mit dem Donald. Und Joe Biden wird wahrscheinlich der nächste Präsident. Noch wird er ausgezählt, beziehungsweise es wird dann nochmal gezählt und dann nochmal gezählt. Und dann zählt's. Also das ist ungefähr die Idee. Es sind ein paar Leute nervös, weil sie nicht genau wissen, wie kriegen wir den Donald jetzt aus dem Weißen Haus? Was machen wir denn? Mein Tipp, einfach vom Weißen Haus bis zur Straße. Cheeseburger, Cheeseburger. So great. Sehr gut. So, also offensichtlich sind aber in Berlin nicht sonderlich viele Menschen traurig, dass der Donald gehen muss. Im Gegensatz zu einem anderen Thema, wo die Menschen sehr, sehr traurig sind. Und diese Überleitung habe ich geschenkt bekommen. Es geht um Tegel, meine Damen und Herren. Ja, der Flughafen Tegel schließt. Am Sonntag ist es vorbei. Ja. Ja, ja, er wird mir auch fehlen. Ne? Das war immer so ein ganz besonderer Thrill, ne? Wenn man von Tegel geflogen ist. Da hat man sich ja nicht nur Sorgen um sein eigenes Leben gemacht, sondern auch um die Wohnblöcke darunter. Ne? Weil du wusstest nie, oh, schaffen wir es, schaffen wir es, schaffen wir es. 500 Millionen Menschen insgesamt sind geflogen von Tegel. 500 Millionen oder wie man bei Ryanair sagt, ein halbes Flugzeug. Und natürlich sind einige Leute traurig, weil sie sagen, oh, so ein schöner, legendärer Flughafen. Klar, hat ein paar Macken, ein paar Kanten und so, aber irgendwie war es sympathisch und charmant. Da kann ich Sie beruhigen, diesen Flair haben wir uns erhalten, dafür haben wir jetzt den BER. Ja, da ist alles beim Alten, ja, es wird komplett kopiert mit Löchern quasi. Ne? Also ja, der BER hat schon Löcher, Löcher im Dach. Marodes Dach, das wurde so gebaut. Ne? Das ist, ja, es ist absichtlich, damit sie sich zu Hause fühlen, einfach vom Gefühl her. Ne? Und es macht auch Sinn, das Dach muss man nicht mehr zumachen. Ich meine, Klimawandel und so, es wird in Brandenburg sowieso nicht mehr regnen. Nicht nur das Dach ist kaputt übrigens, auch hier, auch sehr schön, die Klos. Schauen Sie mal, das ist keine offene Klotür. Da fehlt einfach das entscheidende Stück. Das ist eine offizielle Klotür. Und ich finde, es darf man nicht so negativ sehen. Eigentlich ist so eine Klotür ist doch viel, viel kommunikativer, oder? Ist doch viel, viel schöner, wenn man die hat so. Dann kann man einfach mal freundlich grüßen, alle, die reinkommen. Ne? Hallöchen, auch, wo fliegen Sie hin? Ach, interessant. Ja, nee, also Polen will ich nicht. So schlechte Luft. Was wollte ich jetzt von Ihnen? Ach so, ja. Trotz all dieser Pannen, das ist vielleicht wichtig. Wir wollen nicht schlecht über diesen Flughafen reden. Auch wenn es da viele Pannen gab und so weiter. Die Stimmung bei der Eröffnungsfeier. Die war gigantisch. Da hat man sich richtig reingehauen. Und das sehen Sie auch bei dieser Euphorie hier. Schauen Sie mal. Lassen Sie uns den Flughafen zu einem gemeinsamen Erfolg machen. Mann, Mann, da fliegt ja das Konfetti aus der Hose, wa? Das ist ja Wahnsinn, die Stimmung. Aber Erfolg ist das Stichwort, es war tatsächlich ein Erfolg. Lauter Männer, die auf rote Knöpfe drücken und nichts explodiert. Das ist selten geworden.
Übrigens, hier auf diesem Bild, da war der gute Herr Woidke positiv getestet auf Corona. Und trotzdem standen die alle sehr, sehr dicht zueinander. Und es hat sich trotzdem keiner angesteckt. Keiner hat sich infiziert mit Corona. Und ich muss sagen, da war ich enttäuscht. Ja, weil ich einfach gedacht, das kann doch wohl nicht sein. Am BER funktioniert wirklich nichts, nicht mal die Infektionswege. Es ist doch wirklich furchtbar. Aber lassen Sie uns doch mal aus tiefstem Herzen zurückkommen zu unserem Lieblingsflughafen, dem Flughafen der guten Laune, meinem Heimatflughafen, wo meine drei Flugzeuge stehen, Tegel. Tegel wird ruhig. Und das ist etwas, was die Menschen erstmal verkraften müssen, dass gewohnte Geräusche verschwinden. Und deswegen hat sich unsere Kollegin Busatyam etwas einfallen lassen. Ab Sonntag wird alles ganz schrecklich. Es wird eine ohrenbetäubende Stille einsetzen. Kalter Entzug. Wir von der Abendshow fühlen uns verpflichtet, Ihnen dabei zu helfen. Mit einer Substitutionstherapie werden wir dafür sorgen, dass wir Ihnen den Übergang erleichtern. Hören Sie das? Diese neue Ruhe. Scheiße. Hey, Scheiße, ich finde geil, dass der Flughafen hier ist. Und jetzt sollen die Flugzeuge nicht mehr kommen. Was ist denn hier los? Ich fühle mich verarscht. Ich hätte was für Sie. Ich hab das schon aufgenommen auf der Kassette. Sie haben das ja sicher. Hallo, ich hab das aufgenommen. Ich bin es daran gewohnt, jeden Abend die Flugzeuge zu hören. Das ist Ihre kleine gute Nachtmusik. Damit schlafe ich ein. Ich glaube, ich werde nicht mehr schlafen. Wollt ihr euch das vielleicht mit dem Handy aufnehmen? Ja, wenn ihr abends, wenn ihr einschlafen wollt, euch das anhören? Können Sie sich noch daran erinnern, wie oft die Flugzeuge hier geflogen sind? Alle wie viele Minuten kamen es vorbei? Also alle 1 bis 1,5 Minuten sind sie schon. Ja, dann mache ich einfach jetzt alle 1,5 Minuten mal so ein bisschen Lärm. Das ist lauter. Es muss lauter? Das ist lauter. Ja. Tegel braucht Ihre Hilfe, damit es hier ab Sonntag nicht allzu still wird. Hilfst du uns? Machst du mit? Auf jeden Fall. Gib alles! Und damit zurück zu dir, Inga! Hey! Dankeschön, Busatyam! Sobald du uns hören kannst. Seit dieser Woche greift er der Lockdown Light oder wie man in Zehlendorf sagt, Lockdown Leger. Anders als beim ersten Mal, diesmal sind nicht die Friseure dran, die bleiben auf. Das hätte sonst zu einer Dauerwelle des Protests geführt. Ja, ist eine Pointe, die man sich leisten muss. Für viele Bürohengste heißt es jetzt wieder Homeoffice, also den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen und so tun, als hätte man Ahnung. Gut, wir müssen das jetzt bis Ende November durchhalten. Donald Trump hat das 4 Jahre durchgehalten. Also man kann da schon punkten mit. Ne? Wenn man jetzt so rausgeht, muss ich allerdings sagen, irgendwie merkt man nichts von Lockdown, oder? Es ist ja alles irgendwie, wie es vorher war. Also ich meine, Straßen sind voll, Geschäfte auf. Das Einzige, woran ich gemerkt habe, dass Lockdown ist, wenn ich mal ganz, ganz dringend müsste, dann dürfte ich nicht, obwohl ich könnte. Ja, es geht ums Pissen. Wegen Corona sind 22 City-Klos geschlossen worden. Ja, die sind dicht. Da musst du jetzt zu Hause Pipi machen. Viele wundern sich jetzt. Was? Berlin? Also, nach Hause Pipi machen. Viele wundern sich, Berlin hat City-Klos? Wieso habe ich denn immer in die U8 gepinkelt? Wenn Sie jetzt denken, da läuft ja wirklich Janisch in der Stadt, da kann ich Sie beruhigen. Stimmt. Vor allem, wenn es ums Bauen geht, habe ich eine wunderschöne, wirklich wahre Geschichte für Sie. Viel Spaß. Zwischen Südpol und Toskana, also genauer gesagt am S-Bahnhof Schöneweide, zieht der Senat den Lockdown so richtig durch. Nur die Älteren erinnern sich, das hier war mal ein Fußgängertunnel mit Wohlfühlgarantie. Da lag Kot und Urin und also es war fürchterlich. Und meine Frau hat dann immer gesagt, also komm, wir gehen da unten nicht mehr durch, da holen wir uns bloß noch was weg. Na, das Problem gibt es hier schon lange nicht mehr. Seit 4 Jahren ist der Tunnel dicht. 60.000 Euro hat das den Steuerzahler bisher gekostet. Und da muss auch der SPD-Abgeordnete Lars Düsterhöft zugeben, das hat sich richtig gelohnt. Diese Baustelle nervt mich doch ganz schön gewaltig. Baustelle? Hat er Baustelle gesagt? Hier wird doch gar nicht gebaut. Na, der Grund ist, dass
angeblich der Stromanschluss neu gelegt werden muss. Und das schon seit jetzt vielen Monaten. Und das Stromnetz Berlin das wohl nicht hinbekommt zu machen. Ich verstehe das alles nicht mehr als Bürger. Ja, aber es kommt noch besser. Irgendwann soll die Unterführung nämlich doch weiter saniert werden. Für nochmal fast 300.000 Euro. Und dieses Geld ist bestens angelegt. Denn kurz danach wird der Tunnel wieder zugeschüttet. Dann kommt hier nämlich eine Ampel hin. Und dann kann man die Kreuzung ganz einfach überirdisch überqueren. Sie sagen, das ist doch alles Wahnsinn? Genau das sagen die Menschen zwischen Südpol und Toskana auch. Aber auf uns hört ja niemand. Das haben wir uns nicht ausgedacht. Das ist komplett wahr. Danke, Anni Thielmeier, für diesen wunderbaren Film. Kommen wir jetzt zu etwas Dramatischem. Kommen wir zu den Verlierern der aktuellen Krise. Die Clans. Ja, den Clans bricht ja gerade das Geschäftsmodell weg. Klar, zu Hause einbrechen geht nicht, die Leute sind ja zu Hause. Ne? Schutzgelderpressung funktioniert auch nicht, weil die Restaurants sind ja eh dicht, weil der Senat hat gesagt. Ne? Und da frage ich mich jetzt aber mittlerweile, sag mal, ist die Polizei in Berlin wirklich so machtlos, dass die das mit den Clans nicht hinbekommen? Brauchen die eine Pandemie, um die Clans unter Kontrolle zu kriegen? Das müssen die doch auch ohne Pandemie hinbekommen, oder? Okay, schön der Reihe nach und vor allen Dingen... Bloß nicht aufregen. Allein in Berlin gibt es angeblich 20 bis 30 arabischstämmige Großfamilien. Die haben jeweils mehrere hundert Mitglieder. Muss man sich mal vorstellen. Mehrere hundert Familienmitglieder. Da willst du auch nicht in der WhatsApp-Gruppe sein. Jedenfalls mit 12 bis 13 dieser Großfamilien hat die Polizei immer wieder zu tun. Aber nicht erst seit Neuestem. Ein Lokal in der Potsdamer Straße, Treffpunkt libanesischer Heroinhändler. Dass das Geschäft blüht, wird an den dicken Geldbündeln deutlich, die bei der Visite ans Licht kommen. Vermutlich haben die Durchsuchten Rauschgift abgesetzt oder Prostituierte abkassiert, denn auch als Zuhälter stehen viele von ihnen in ihren Mann. Ah ja, ja, der gute alte libanesische Heroinhändler. Wie oft war ich mit Mami und Papi da? In den 80ern. Man hat den Eindruck, wenn man die Bilder sieht, gleich kommt Derek um die Ecke, nicht? Aber er kommt nicht. Was viele außerdem nicht wissen, die meisten Clans, die gerade immer wieder in der Zeitung stehen, kommen ursprünglich aus zwei Dörfern in der Türkei. Hier, das sind diese beiden. Luftlinie knapp 3 Kilometer. Die hatten schon damals Streit untereinander und diesen Streit, den fechten sie jetzt halt in Berlin aus. Das ist quasi so eine Art Villa Riba, Villa Agro. Ne? Danke. Danke, Senderchef. Aber egal, woher die Großfamilien damals kamen, die Berliner Politik hat ihnen nicht gerade den roten Teppich ausgerollt. Sehr lange Zeit durften diese Leute nicht arbeiten, hatten keine Arbeitserlaubnis, sahen sich auch im Prinzip gezwungen zur Kriminalität, das sagen sie selbst. Tja, und was machen Leute ohne komplette Perspektiven in ihrem Leben und in der Gesellschaft? Sie gehen zu Telegram oder sie gründen eine Parallelgesellschaft. Ne? Und dieser Parallelgesellschaft ist dann unser Grundgesetz einfach komplett scheißegal. Die erzählen uns das auch offen. Weißt du was, Mann? Das ist schön mit eurem Grundgesetz. Aber bei uns zählt das Recht der Familie. Das kommt über dem Grundgesetz. Ah, und dieses Gesetz der Familie hat sogar eigene Richter. Ohne Scheiß. Selbsternannte Friedensrichter. Mit, eher interessanter Rechtsauffassung. Selbstverständlich schlagen, klauen sie und verkaufen Drogen. Wenn du kein Geld hast, gehst du etwa nicht klauen? Was machst du, wenn du essen willst? Dann klaue ich etwas und haue ab. Das ist die Geschichte unseres Lebens. Ja, klauen und abhauen. Übrigens auch der Titel der neuen Boris Becker Biografie. Aber Clans machen noch so mehr Geld mit anderen Sachen. Die ziehen nicht nur Leute ab und hauen nicht nur auf die Fresse. Es gibt noch andere Sachen. Im Prinzip sind es kriminelle Wirtschaftsunternehmen. Das steht im Vordergrund. Und diese familiären Clan-Strukturen agieren wie mittelständische Unternehmen dort. Ja, und wie sieht das aus, wenn mittelständische Unternehmen arbeiten? Hm? 5 Maskierte sprühen sich mit Reizgas den Weg frei. Nach nur 79 Sekunden ist der Spuk vorbei. Wert der Beute damals 800.000 Euro. Wenn's um Geld geht, Clan-Kasse. Geschäftsfelder also, überall, wo illegal Geld fließt. Wie Drogenhandel, illegales Glücksspiel und Raub. Fehlen eigentlich nur noch Posten beim DFB. Die Clans wissen also, wie man Geld bewegt. Buchstäblich. Hier, 2017 wurde in Berlin zum Beispiel diese Goldmünze geklaut. 3,7 Millionen Euro wert und 100 Kilogramm schwer. Mein erster Gedanke war, was willst du mit so einem riesen Ding machen? Den kriegst du ja in der Stadt sowieso nicht gewechselt. Die mutmaßlichen Diebe vom berüchtigten Remo-Clan hat die Polizei allerdings gefasst. Aber von der Münze fehlt weiter jede Spur. Ja, wo mag sie nur sein? Na, vielleicht hat sie jemand Hex, Hex, Zauber, Zauber, versteckt.
hinter den Ohren von Sebastian Kurz. Er lacht sogar Dumbo. Wenn die Clans gerade keine Museen ausrauben, machen sie Geschäfte auch in kleinerem Stil. Hier, das Verbrauchermagazin Supermarkt hat diesen betrügerischen Klempner aufgedeckt. Das ist ein ganz normaler, fairer Preis. Schau mal, ich bin vom Remo-Clan, ja? Wenn ihr wollt, dass die ganze Bude eingestürzt wird, kein Problem. Oh, sympathisch. Falls Sie den Namen Remo heute das erste Mal hören, kann man sich ganz einfach merken, Renny räumt den Magen auf, Remo räumt den Laden aus. So, ne, das ist... Ja. Aber man fragt sich natürlich schon irgendwann nicht, sag mal, macht die Polizei dagegen gar nichts? Wie kann man denn da gegen Clans überhaupt was tun? Antwort? Man muss ihnen das Geld wegnehmen. Man muss gucken, wo das Geld hingeht. Follow the money. Das ist das Zauberwort. Ja, fühl mich zum Schotter. Follow the money hier, wa? Die Berliner Polizei hat nicht mal eine riesen Münze gefunden, die so groß ist wie ein Treckerrad, aber da haben sie Wahnsinnstipps drauf. Geil. Seit 2018 fährt der Senat eine Null-Toleranz-Politik in Sachen Clans. Gefühlt im wöchentlichen Rhythmus schlägt die Polizei gegen arabische Clans zu. Ausgangspunkt der 19.07. dieses Jahres berlinweite Razzia gegen kriminelle Großfamilien und Beschlagnahme von 77 Immobilien, darunter eine Kleingartenkolonie. Na guck mal, die Polizei zieht also richtig durch, ja. Aber die Clan-Bosse, muss man sagen, die bleiben cool und gelassen. Diese Staatsanwaltschaft, ich kenne ihn, ich kenne seine Gruppe, ich kenne seine Gruppe. Was er gemacht, das macht nie ein Mensch auf die Welt. Was der Staatsanwalt macht, macht niemand mit ihm, so tönte S.A.R. Wenn Sie jetzt sagen, Moment mal, das war doch nicht gelassen. Doch, für jemanden mit einem 20-Zentimeter-Messer war das gelassen. Das zeigt aber, die Ermittlungsarbeit, die funktioniert schon. Nur, sie würde halt noch viel, viel besser funktionieren, wenn man mehr Ermittler hätte. Ja, denn den Behörden rutscht da nämlich noch eine Menge durch. Die Clans krallen sich neben klassischem Diebesgut auch staatliche Sozialleistungen. Kindergeld, Arbeitslosengeld, hier. Wir sitzen dann in Gerichtsprozessen und dann werden die Angeklagten gefragt, irgendwie, gehen sie einer Arbeit nach? Und dann sagen die nein. Wir wissen aber aus den Akten, dass Sie in Sima BMW fahren. Ja, das ist übrigens die Faustregel. Wenn das Auto größer ist als das Amt, dann hast du ein Problem. Ne? Wer sich mit Großfamilien anlegt, braucht selbst halt auch ein Großaufgebot. Easy. Wobei Verbrecher fangen, bekämpft ja eigentlich nur Symptome. Wir müssten eigentlich früher ansetzen. Clans funktionieren wie Dynastien. Wenn du da zufällig reingeboren bist, gehört Kriminalität halt einfach dazu. Wie bei den Trumps. Ne? Ja, das kriegst du auch nicht mehr raus aus denen dann. Das sagen auch Experten, die sich mit mafiösen Strukturen auskennen. Erfahrungen aus Italien zeigen aber, dass wenn man diesen Jugendlichen ein Leben ohne Kriminalität zeigt und sie kennenlernen lässt, dass das häufig sehr erfolgreich ist. So, mindblowing. Leute, wisst ihr, was noch besser ist, als Straftäter zu verhaften? Straftäter verhindern. Ha? Die Clans konnten sich in den 70ern in Berlin so breit machen, weil die jungen Leute keine andere Perspektive hatten. Das kann man ändern. Dass junge Leute da reinrutschen, ist kein Naturgesetz. Also, liebe Politiker, macht mal was. In den Schulen, in den Jugendämtern. Bewegt euch. Zack, zack, zack. Bloß nicht aufregen. Ja. Das Riesenthema diese Woche, die US-Wahl, das Thema war so allgegenwärtig, dass ich vorgestern kurz dachte, huch, vergessen wählen zu gehen. Gut, das Ergebnis steht ja jetzt noch nicht so richtig endgültig fest, aber egal wie die Wahl ausgeht, eins ist sicher, die Wahl von Trump war kein Betriebsunfall. Das Land ist extrem gespalten und nur die Hälfte wird als Gewinner vom Platz gehen. Tja, und was machen die, die sich unter dem neuen Präsidenten nicht mehr wohlfühlen? Wir hätten eine Idee und diese Idee ist auch eine Riesenchance für Berlin. Dear Americans, the Hälfte of you fühlt sich jetzt wie Losers und fremd im eigenen Country. Aber don't worry, es gibt einen Place where you can feel zu Hause, denn Berlin ist genau like America. Bei uns kann ein Loser alles werden, sogar Bürgermeister. Wenn du glaubst, eure Verwaltung ist shit, then look mal at unsere Verwaltung. Your Bildung is bad? Unsere Bildung is below all gone too. Du denkst, Briefwahl in America is chaotic? Dann kennst du nicht unsere Lettermans. The Post kommt always zum Nachbarn. Und wenn du denkst, Harlem is dangerous, dann try mal Radfahren through Berlin. Also, come to Berlin. We want you. Denn wir haben ein Herz für Loser without shit. Wie viel besser geht's doch eigentlich nicht?
Jetzt muss man sagen, ich als deutsche Kartoffel habe natürlich nur einen europäischen Blick auf diese Wahl. Aber wir haben uns einen Gast gesucht, eine Frau, die genau weiß, wie die amerikanische Seele tickt und uns das sogar mit Humor verkaufen kann. Es geht um diese Person. Sie ist unsere beste US-Botschafterin. Gail Tufts stand in ihrer Heimat Massachusetts schon mit 4 Jahren auf der Bühne. Seit 30 Jahren singt und tanzt sie in Berlin, hat mittlerweile beide Pässe und spricht sogar fließend Englisch. Sie hält Donald Trump für eine Mischung aus Dieter Bohlen, Dagobert Duck und einem Pegida-Anhänger. Ob sie uns erklären kann, wie es in ihrem Heimatland weitergeht? Yes, she can. Wer, wenn nicht sie? Gail Tufts. Die wunderbare, einmalige Gail Tufts. Thank you, Ingmar. Bei mir in der Sendung. Hallöchen, Gail. Dankeschön. Sehr schön. Es ist sehr schön, hier zu sein. Ich möchte nicht allein sein heute Abend. Danke für die Einladung. Ich wollte gerade sagen, bist du halt in den letzten 3 Tagen überhaupt irgendwann ins Bett gekommen? Guck das an. Guck das an. Ich bin eine alte Frau geworden. Die Nerven sind fertig. Ja. Ich bin, ich glaube, ich habe eine Überdosis Rescue-Tropfen gehabt. Ja. Ich lebe nur von Dingen wie Passionsblüte gegen die innere Unruhe. So alle diese Produkte, die vor der 19 Uhr Nachrichten sind. Willkommen in meinem Leben. Oh my God, es ist ein Kitschimea-Reizdarm. Pro, what the fuck is that? No one knows, aber ich brauche es jetzt. Hier, ja. Hier. Sehr gut. Oi. Oh. Gail, man soll ja keine Vorurteile haben, aber mein Gefühl sagt mir, dass du eine Präferenz hast bei dieser Wahl. Ich habe gedacht, vielleicht ich sollte nicht so offensiv, dann habe ich gedacht, fuck it, ja. Jetzt ist nicht die Zeit, nicht parteiisch zu sein. Ja. You know, ich bin, ich war so, der Morgen nach der Wahl, war ich so deprimiert und ich bin immer noch, weil ich finde diese, der Tatsache, dass es so ein Kopf-an-Kopf-Rennen ist, ist sowieso eine Schande. Ja. Das ist ein Bankrott für dieses Land. Wer kann der, über 40% der Leute stimmen für Trump? Und ich denke, how can that be? Nach diesen 4 Jahren, es ist mir einfach unglaublich. Ist es dir unerklärlich aus europäischer Perspektive oder wenn du zu Hause mit Menschen sprichst, beziehungsweise wo du geboren bist, gibt es da Perspektiven, die das andersrum auch nicht verstehen? Das ist ganz klar. Ich bin jetzt auch für die letzten paar Tage mit vielen Leuten gesprochen, natürlich. Und meine Familie, mein Bruder ist in Massachusetts, meine ältere Schwester ist in New Orleans, Louisiana. Und die sagen beide, natürlich, es gibt eine große Kluft zwischen Reich und Arm, zwischen Weiß und Nicht-Weiß, zwischen Land und Staat, sehr wichtig. Aber ich denke mittlerweile, wenn ich Fernsehen gucke und so weiter, ich glaube, es gibt eine Kluft zwischen Assholes and not Assholes. Und wir sollten einfach jetzt... Also, man kann ja sozusagen immer unterschiedlicher Meinung sein, aber die Geschichten, die jetzt in den letzten Tagen gelaufen sind, also diese Pressekonferenz, wo er sich hingestellt hat und quasi aus dem Nichts irgendwelchen Wahlbetrug herbeifabuliert hat, Trump, wie nimmt man das denn wahr? Also, kann man das noch irgendwie einordnen? Ist das, sagt man sich, okay, er weiß selbst, dass es Quatsch ist, oder hast du den Eindruck, der glaubt das? Ich meine, es ist so interessant, diese Pressekonferenz sowieso. Es war 2.30 Uhr morgens in Washington, als er das macht, mitten in der Nacht. Die Leute sitzen da alle so. Die 10 Leute von der Presse, Zombie-Man kommt rein. Hast du gesehen, wie er geht? Ja. So. Ja. Wie SpongeBob in traurig. So, ganz genau. Und ich denke immer, so verrückt, er ist ein bisschen Lars-Eidiger, ist Fritz Weppert im Vergleich. Weißt du? Das geht doch nicht. Er ist so crazy. Und ich denke, er ist so voller, ich glaube, die haben so viel Beruhigungsmittel gegeben, dass er es einfach, es passiert, es ist wirklich Richard der Dritte oder etwas, oder King, König Lear. Aber sag mir doch mal, also was ich nicht verstehe, ich meine, Trump ist, glaube ich, Ende der 90er oder Anfang 2000er, hat ja schon mal quasi gedroht, dass er da einsteigen möchte ins Präsidentschaftsrennen. Mhm. Aber damals war eigentlich die einheilige Reaktion Amerikas, eigentlich aller Experten und auch der Menschen in dem Land, wieso sollte man jemandem wie Trump trauen oder glauben? Was ist denn in den 16 Jahren passiert, dass die Leute auf einmal gesagt haben, das ist eine gute Idee, den zu wählen? 2 Dinge, denke ich. Eins ist Fernsehen, der Markt des Fernsehens. Mhm. In Amerika, in Showbusiness, er war der Host für 14 Staffeln von The Apprentice, sein Reality-TV-Show. 14 Staffeln, das ist 12 Jahre, immer Nummer 1. Aber das würde, wenn du sagst, das ist der entscheidende Faktor. Das heißt, wenn Dieter Bohlen jetzt antreten würde, der macht seit 100 Staffeln DSDS. Wenn der antreten würde, sagst du, die Menschen sagen, der ist es. Aber Dieter Bohlen auf Crystal Meth. Das ist ein ganz anderer Level. Ja. Ne? Und ich glaube, so, das ist, die denken wirklich, ach, weißt du, er ist ein Boss, weil es gibt so eine große Tiefe und es ist kein Vertrauen in die amerikanische Regierung mehr für viele Leute.
Ich bin 1906 geboren, unglaublich, aber wahr. Ich habe gelebt durch Vietnam, ja. Watergate, du warst dabei. Iran-Contra. Und meine Eltern waren, meine Eltern haben mich immer zu Demos, so geschleppt zu den Demos an den Wochenende. Und wir haben nicht so viel Vertrauen in Government überhaupt, in Washington überhaupt. Das ist die eine Ding. Die andere ist, ich glaube, alle sind auf Drogen oder Medikamente. Unser Gesundheitssystem ist so kaputt, ja. dass wenn du dein Knie, mein Bruder hat sein Knie kaputt gemacht beim ja. Basketballspiel. Weil im Krankenhaus endoskopisch operiert und dann selber Nachmittag nach Hause. Ohne Reha, ohne Gummibänder, okay. ohne Physio, aber mit einer guten Packung Oxycontin. So dieser Hammer Schmerzmittel. Und ich glaube, viele Leute sind einfach drauf. Und das ist meine Theorie. Meine These ist ja, meine Theorie ist, Obama war sozusagen das Pendel Richtung progressiv, ja. also ein schwarzer Präsident, ja, ja, ja. Der auch viele tatsächlich progressive Ansätze verfolgt hat für amerikanische Verhältnisse, quasi das Obamacare und so weiter. Die Enttäuschung darüber, über die Euphorie über Obama, die dazu geführt hat, dass dieses Pendel quasi genau in die andere Richtung ja. geschwungen hat. Weil ganz viele Menschen sagen, so wie Trump, so sind Politiker. Und solange das Bild ist, kann der natürlich Politiker sein. Aber er war auch die Nicht-Politiker, das möchte ich vorher sagen natürlich. Er war Fernsehstar. Ja. Und die Leute vertrauen die Government nicht und die sagen, wir möchten keinen Politiker, wir möchten ihn. Teils war das ein großer Fuck you. Ja. Viele Leute haben wirklich ein Vote gemacht, so Fuck you, Government. So. Versteht und, man noch. Ja, aber nach 4 Jahren könnte man sagen, ihr seht, das ist nicht so schlau gewesen. Well, der Pendel, wenn er sagt noch einmal, er hat so oft gesagt, dass Joe Biden ein Kommunist oder ein Sozialist ist. Wenn Joe Biden ein Sozialist ist, ist Florian Silbereisen der nächste Sänger für Rammstein und ich bin Heidi Klum. Er hat nichts zu tun mit Realität. Es gibt auf die andere Seite, ich möchte nicht nur, klar, es gibt viel, wie hier in Deutschland, wie wir sehen das in Europa, es gibt viele Leute in Industriejobs, ja. So Stahlwerk, Autoindustrie, ja. Werft, etc., Kohl. Und die waren in Stich gelassen am Anfang der 2000er. Für die war das Gefühl, Trump würde denen sozusagen... Er würde Jobs geben. Ja, ja, und er hat tatsächlich Jobs gegeben, die sind wirklich, die sind für kein Geld. Ja. Mein Bruder hat 3 Jobs, seine Frau 2. Aber Jobs. Aber so. immerhin Jobs. Wir müssen zum Ende kommen, aber ich möchte tatsächlich von dir zum Schluss noch wissen, also ich glaube, Biden wird es tatsächlich jetzt werden. Yes. Die große Frage ist ja viel mehr, meinst du, dass es Trump irgendwann akzeptieren wird? Wer sagt no. ihm? Nein. Selbst wenn Ivanka kommt und sagt, Daddy, let's go, ist auch nicht? No, und ich glaube, sie wird das auch nicht machen. Und auch die Arschlöcher, Entschuldigung, aber Republikaner, die sollten aufstehen und sagen, nee, das war legal, das gibt keine Substanz. Akzeptiere das. Aber das wird nicht passieren, weil er ist Trump. Er ist ein The Orange Monster, wie meine Schwester. Wir nennen ihn nie bei Trump. Wir nennen The Orange Monster, The Apricot Asshole oder Cinnamon Hitler. Das sind die. Gail, das bedeutet aber wahrscheinlich, dass du in ein paar Monaten noch mal wiederkommen musst. Ja, sehr gerne. Bring mich so, bitte. Es hilft. Bis das Ding irgendwie geklärt ist. Du bist besser als ein Therapeut und auch ein bisschen billiger. Das ist gut jetzt, weil ich habe keine Arbeit im Theater. Das ist, was meine Mutter auch sagt. Aber es ist ein anderes Thema. Gail Tufts, meine Damen und Herren. Dankeschön, dass du da warst. Das war die Abendshow für heute. Und nächste Woche bei mir zu Gast, obwohl es ja November ist, Vanessa May. Gute Nacht. Es reicht. Ist okay.